Hallo zusammen, hier ist wieder Euchela und heute wieder für euch in Dragonflight unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Toy-Guide präsentieren. Heute geht es um ein Toy, das wir durch eine Sidequest hier kriegen können. Und zwar bin ich jetzt im dritten Gebiet, das Azurgau-Blaue Gebirge, so rum. Und da befinden wir uns ganz oben im letzten Eck. Wir sind einmal auf den Koordinaten 16, 20. Und hier haben wir eine Sidequest, die nicht sonderlich lang ist, von einem kleinen Gnoll. Der startet dann auch direkt hier, wo ich stehe, vor dem Gnolllager. Der ist einmal mit uns verbündet. Und da müssen wir insgesamt 1, 2, 3, 4, 5 Quests erledigen. Die erste ist einmal ein königlicher Erlass. Und ja, dann gibt es noch ein paar weitere. Und ganz am Ende gibt es dann eine Quest, ein fauler Apfel. Und für diese faule Apfel-Quest kriegen wir dann ein Spielzeug. Das Spielzeug habe ich hier einmal schon im Inventar. Und das schimpft sich Krug mit überschüssigem Schleim. Und ich würde sagen, das probieren wir gleich mal aus. Also, Spielzeug gelernt. Das können wir einmal runterziehen. Und dann gucken wir uns das doch mal an. Ich merke gerade, ich habe wieder den schönen Bug, dass mein Interface nicht eingeblendet ist. Jetzt muss ich ins Leere klicken und gucken, wo das Teil ist. Ah, da haben wir es. Okay, dann schauen wir mal, wo wir das Ding finden. Also, Krug. Da haben wir es. Was steht dran? Benutzen schleimiges Rutschvergnügen. Ich ahne was. Benutzen wir es mal. Okay, wir sind dann quasi auf so einem kleinen Schleim und rutschen irgendwie 2 Meter. Ich hatte jetzt gedacht, dass wir hier ein bisschen weiter rutschen können. Ist ehrlich gesagt ein bisschen enttäuschend jetzt. Aber okay, ist ja nur ein kleines Toy. Und ja, damit sind wir auch schon wieder durch. Das Ganze hat übrigens so eine 15 Sekunden Abklingzeit, also nicht sonderlich lang. Hält aber halt auch nur 2 Sekunden an. Also von dem her, naja. Gut, ich zeige euch nochmal die Koordinaten, dass ihr es vielleicht ein bisschen besser seht. Hier oben, ne, da ist dieser Gnoll-Dude und das ist auf den Koordinaten 16, 20. Damit sind wir auch durch mit dem kleinen Toy-Guide. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich damit ein bisschen weiterhelfen. Soll es der Fall sein, würde ich mich freuen, wenn ihr positiv bewertet. Und sonst sehen wir uns im nächsten Video wieder. Euchela, bis dahin. Ciao.